Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch hier aus dem Tresenprojekt. Mein Name ist Gabi Löslein und gemeinsam mit meinem Mann Fabian durfte ich 2015 dieses Projekt gründen. Und wir dürfen echt erleben, dass es Gottes Arbeit ist und dass er echt am Werk ist und dass er stetig uns überrascht, was er hier tun möchte. Und wir sind so begeistert, weil wir haben unsere ganz liebe Freundin Maria Prean, die für uns geistliche Mama ist, die für uns wirklich auch ein Vorbild ist, einen guten Lauf im Glauben siegreich zu vollenden. Und wir sind immer wieder so beschenkt, wenn du bei uns bist, Maria. Weil, weißt du, man liest zuerst, oder als ich das erste Mal dich erlebt habe, da hast du gerade ein Grußwort gegeben bei Awakening Europe in Nürnberg. Und es war für mich so tief zu sehen, da ist jemand im Glauben gegangen, ohne zu wissen, wie alles werden wird. Aber der Herr war so treu und hat nie aufgehört zu sprechen. Und du siehst einfach wirklich, was mit ihm möglich ist, wenn sich jemand gehorsam in seine Hand gibt. Amen. Und voll vertraut. Amen. Und Jesus sein Alles ist. Und das liebe ich so sehr. Und dann macht es auch noch einfach Spaß mit dir. Wir haben auch einfach eine schöne Zeit. Es ist einfach toll. Du bist einfach ein Lieblingsmensch, mit dem es nicht langweilig ist. Nein. Und so jung im Herzen. Danke. Und das möchte ich euch auch nochmal so zusprechen. Wenn ihr euch jetzt gerade vielleicht auch müde, erschöpft, belastet fühlt, schaut euch wirklich an, was tut der Herr, wenn du dein ganzes Leben hingibst und du sagst wirklich, Herr, gebrauch mich und ich vertraue dir und deinen Verheißungen. Dafür, Maria, bist du so ein wunderbares, wunderschönes Beispiel. Ja. Und ich freue mich so, dass du heute mit mir zusammen Fragen beantworten Danke. Wirst. Danke. Oder möchte ich dir was sagen? Ja. Du könntest das nicht erkennen, wenn du es nicht selbst wärst, meine Liebe. Wir haben unseren lieben Freunden gesagt, hey, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr gerne an Maria oder an mich stellen möchtet, dann schickt uns die gerne zu. Und wir möchten jetzt sehr gerne auf diese Fragen eingehen. Die erste Frage, die uns zugesandt wurde, war, was für einen Rat würdest du einem jungen Menschen geben, der gerade sein ganzes Leben Jesus gegeben hat? Welche Entscheidungen führen dazu, den Lauf siegreich zu vollenden? Ja, ganz einfach. Und einfach nur in der Gegenwart Gottes leben, bleiben und auf ihn schauen. Die auf ihn schauen, werden strahlen vor Freude. Amen. Und der Herr sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Er sagt, habe deine Lust am Herrn. Und er gibt dir die Wünsche deines Herzens. Und weißt du, Lust heißt, du liebst ihn einfach. Und in dieser Liebe willst du nicht mehr raus. Und das soll eigentlich die heißeste Liebe unseres Lebens sein. Amen. Die Liebe Nummer eins. Und diejenigen, die zuhören und schon einmal verliebt waren, die wissen ja, überall wo sie sind, ist der Geliebte dabei oder die Geliebte. Und die Liebesbriefe, die lernt man auswendig. Ja. Und so sollen wir auch das Wort Gottes auswendig lernen. Und Fleisch werden lassen. Ja. Also es geht um eine Liebesbeziehung. Es geht um eine Verbundenheit mit Jesus. Um eine Connection. Ihn zu spüren dauernd. Und mein häufigstes Gebet ist, auch jetzt noch immer, das wird sich nicht ändern, in neuen Situationen, Herr Jesus, wie verhältst du dich in der Situation? Wie soll ich jetzt in deinem Charakter da handeln? Und dann sagt er, was er nicht macht, und es ist immer ein voller Erfolg. Es geht um Verbindung. Wenn ihr in mir bleibt, wird meine Worte in euch bleiben. Also es geht um Connection. Nicht um Wissen, wie man es macht, sondern um ein permanentes Fließen mit ihm in unserem Leben. Er ist permanent, er ist allgegenwärtig. Ja. Du kannst nie von Gott getrennt, er ist immer da. Ja. Und darum ist immer meine heißeste Frage, Jesus, brauch wieder deine Hilfe, deine Nachhilfe. Wie verhältst du dich in der Situation? Und dann höre ich, und dann mache ich es. Und das funktioniert jedes Mal, und ich kläre das sogar meinen Kindern schon. Es geht um ein Hören. Wenn wir auf ihn genau hören und tun, was er sagt, dann wird der Segen fließen. Weißt du? Aber vielleicht kann ich da jetzt auch etwas hinzufügen mit meinen Kindern, weil
der Gehorsam, Gehorsam ist Nummer eins. Aber wir müssen wissen, wem wir gehorchen. Und da habe ich, wisst ihr, in der westlichen Welt, der Kadavergehorsam geht man ab dem Wecker. Weil da wird alles gemacht, was jeder sagt. Ja. Und das ist total daneben. Wir sollen auf die Stimme Gottes hören. Und da habe ich einen Test gemacht mit meinen Kindern. Da habe ich gesagt, Kinder, ich habe 12 Kinder in meiner Familie, von 6 bis 26 Jahren. Da habe ich gesagt, heute machen wir einen Test. Wie könnt ihr der Mama zeigen, dass ihr sie lieb habt? Indem wir ihr gehorchen. Sage ich, Halleluja, machen wir einen Test. Es war in der Früh, dass ich die Frage gestellt habe, heute abends würde ich euer Zimmer inspizieren, die Kästen, ob alles schön sauber drinnen ist, die Schmutzwäsche bei der Waschmaschine, dann könnt ihr auch wieder mal die Fenster putzen und Boden putzen. Frische Luft hätte ich gerne, frische Bettwäsche. Würdet ihr das tun? Ja, Mama. Okay. Sage ich, unsere Hasen und unsere Hühner hätten auch wieder gerne mal einen frischen Stall. Würdet ihr den putzen? Ja, Mama. Gut. Und wenn es dunkel wird, dann geht ihr hinaus, außerhalb unserer Tore, und ihr holt alles, was ihr findet draußen bei den Nachbarn, die Wäsche auf den Leinen, ein Schubkarren, Werkzeuge, alles, was ihr findet da draußen, bringt es nach Hause. Sitzen sie da, ganz verdutzt. Nein, Mama. Was? Ihr seid ungehorsam? Nein, Mama, Jesus würde das nie von uns verlangen. Ja. Habe ich gesagt, Test bestanden. Ihr müsst auf die Stimme Gottes hören, was er von euch möchte. Und das ist ganz wichtig, auch für junge Menschen, verstehst du? Man muss nicht alles tun, was jeder sagt, verstehst du? Es gibt auch falsche Befehle. Und gerade was du sagst, ich finde, es ist auch so wichtig, dass die jungen Menschen sich wirklich tief mit der Bibel beschäftigen. Amen. Weil auch da sehen sie dann wieder diese Richtschnur, was steht da eigentlich wirklich, und die Bibel würde sich nie mit dem Wort Gottes heute widersprechen. Amen. Amen. Und wenn ich das kenne und so wie deine Kinder, die wissen einfach, das würde Jesus nie machen. Nee. Da muss ich noch was sagen. Ich sage auch all meine Mädchen, ja, die Teenager, sage ich, wo deine Nase anfängt, hört die Freiheit eines jeden Jungen auf. Ja, gut. Ein herzhaftes Nein. Dann haben die Buben aufgehoben und Hand aufgehoben. Dürfen wir das auch sagen, Mama? Die Mädchen werden nämlich sehr aggressiv. Und sagt, selbstverständlich, ihr Buben auch, wo eure Nase beginnt, hört die Freiheit eines jeden Mädchens auf. Amen. Und so müssen wir die Kinder lehren, dass sie hören lernen. Und zwar auf die richtige, also auf die Stimme Gottes. Und unterscheiden lernen, welche Stimmen sie hören. Und darum lese ich, also von Montag bis Freitag, jeden Tag mit meinen Kindern das Wort Gottes. Ja. Am Abend. Laut. Sie lesen immer 2, 3 Verse. Und dann immer wieder ein Kapitel. Und dann am Schluss sage ich, was habt ihr jetzt gehört? Mhm. Und da bin ich vollkommen überrascht, was die hören. Genau. Und das ist diese gelebte Jüngerschaft. Und das ist uns hier auch immer so wichtig, wenn jemand so frisch zum Glauben kommt, dann ist es so wichtig, in das Wort Gottes reinzuwachsen, in die Gebete, einfach wirklich, dass es das Normal wird, dass das unser Lebensinhalt ist, dass wir wirklich mit Gott sprechen, mit ihm leben, ihn in jede Situation mit hineinnehmen. Und es hilft, wenn man da jemanden hat, der ihn an die Hand nimmt. Du nimmst jetzt als Mama die Kinder ganz automatisch mit rein. Und es ist so wichtig, auch wenn du frisch im Glauben bist, dass du dir wirklich jemanden suchst, mit dem du in diese Jüngerschaft hineinwachsen kannst. Das ist nicht ein Kurs, der irgendwo angeboten wird. Damit hört es nicht auf, sondern es ist wirklich dieses Beziehungsleben mit Gott. Beziehung. Und mit jemandem zusammen auch in eine Rechenschaftsbeziehung. Das hilft dir unheimlich, wenn die Versuchungen kommen, wenn dich die Welt ziehen will. Das hast du ein Wort gesagt. Rechenschaftsbeziehung. Also die Kinder sollten jemanden haben, den sie respektieren und der ihnen auf dem Weg hilft. Ja. Und ich bin sehr dankbar, dass meine Kinder vertrauen. Absolut. Und das sollten ja zuerst einmal Mama und Papa sein. Ja. Ganz genau. Und leider haben die Lehrer nicht immer den richtigen Kurs. Also ich bin da sehr, sehr konkret mit meinen Kindern und sage, ihr Leben könnt alles fragen. Ich weiß, wer die Antwort ist. Ja. Amen. Amen. Ja. So gut. Ich glaube wirklich, dass das weiterhilft, auch für denjenigen, der die Frage stellt. Ja, absolut. Die nächste Frage ist, wie erlebst du Jesus in den unterschiedlichen Seasons des Lebens? Weißt du was? Ich erlebe nicht von Season zu Season, sondern von Sekunde zu Sekunde. Das ist gut. Gott nötig zu haben in deinem Leben, ist die größte Reife eines Christen.
Verstehst? Ich weiß überhaupt nicht, in welcher Season ich bin. Ich bin immer in einer Verliebtheit-Season mit Jesus. Gut. Das klingt super. Also, weißt du, das ist die Welt, die das einteilt. Aber zum Beispiel, meine afrikanischen Kinder sind schon viel früher einfach wie die europäischen. Ja. Und da fangen eben gewisse Wahrheiten zu greifen, schon viel früher. Ja. Kinder, in, Mädchen in Afrika, aber die jüngsten Schwangerschaften 8 Jahre. Ja. Oh. Das kann man sich ja nicht vorstellen. Ja. Und viele mit 11, 12 Jahren gebären schon Kinder. Und da muss man schon sehr früh anfangen. Ich habe bei meiner Tochter schon mit 4, 5 Jahren haben wir schon medizinische Bücher angeschaut. Und ich habe sie vorbereitet. Was die Veränderung in ihrem Körper. Und mit 8 Jahren kam die Veränderung. Und dann hat sie mir erklärt, eines Tages, Mama, jetzt kann ich Kinder kriegen. Sag ich mir, bitte, hast du die Periode bekommen? Ja, Mama, aber ich verspreche dir heute, ich werde nie mit einem Mann schlafen, bevor ich verheiratet bin. Und das war für mich ein riesiges Geschenk, ja. 8 Jahre. Und das zieht sie durch. So gut. Ja. Aber es ist auch so wichtig, dass du die Erste warst, die mit denen drüber gesprochen hat. Ja, weil du setzt die Standards für deine Kinder, was sie glauben. Ja, von den Leuten, von denen du es zuerst hörst. Deshalb auch eine große Ermutigung an alle Eltern da draußen. Sprecht ihr mit euren Kindern. Die Wahrheit. Ihr dürft es nicht an jemand anderen abschieben und irgendwie denken, ach, das Thema ist mir unangenehm. Wenn es dir unangenehm ist, muss es durch Jesus geheiligt werden, weil Gott hat sich Sexualität ausgedacht. Er hat kein Problem darüber zu reden. Maria auch nicht. Das ist halt auch richtig klasse. Da ist auch kein Tabu und sowas. Und sie spricht da wirklich klar. Und das müssen wir. Wir müssen klar sprechen, wir müssen Wahrheit sprechen. Sonst kommt jemand anderes und verwirrt und verdirbt deine Kinder. Das muss uns wirklich klar sein. Also so gut, dass du das... Zum Beispiel habe ich meine Tochter vor einigen Monaten gefragt. Und gedacht, das frage ich ja mal. Angel, bist du eigentlich glücklich, dass du einen Körper einer Frau hast? Sagt sie, Mama, was redest du denn heute für ein Blödsinn? Natürlich, Gott macht doch keinen Blödsinn. Der hat sich das doch überlegt, dass ich einen Körper von einer Frau bekomme. Und das nehme ich 100% an. Ja. Und so, wir können mit den Kindern sehr offen und frei reden. Ja. Und sie auf einen klaren Kurs bringen. Und Identität geben, ne? Weil das ist ja oft eigentlich ein Identitätsproblem, was sich nicht lösen lässt, wenn jemand plötzlich alles verändert. Die Identität innen drin, wo ich auf der Suche bin, wer bin ich eigentlich und was mache ich hier auf der Welt, die ist dadurch nicht gelöst. Nein, und nicht durch das Tun, sondern wer bin ich in den Augen Gottes. Amen. Das ist, was zählt. Wie sieht Gott mich? Ja? Also Gott sagt von jedem Menschen, du bist mein Liebling und ich sehe keinen Fehler an dir, weil Jesus schon alles getragen hat. Wir müssen uns gegenseitig sehen als Erlöste, Königskinder. So gut. Und meine Kinder, ich sage immer, die haben ja keinen Ehemann und keinen. Also sage ich immer, wer ist euer Papa? Der König aller Könige. Ja. Sage ich, und was hat der König aller Könige? Mama, Prinzen und Prinzessinnen. So. Und dann sage ich, okay, wie heißt du? Prinzessin Angel. Mhm. Prinz Jonathan. Und so machen wir das mal Frühstück. Also da habe ich nicht jetzt eine extra Bibelstunde oder was, sondern wir reden über das Leben in allen Situationen, wie es sich gerade gibt. Ja, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ich habe gerade einen kurzen Gedanken gehabt, dass vielleicht derjenige, der die Frage gestellt hat, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, falls gemeint war, dass es verschiedene Lebensphasen gibt, in denen man zum Beispiel mehr Zeit hat, Zeit mit Jesus zu verbringen. Ich denke jetzt gerade so an meine Situation, bevor ich Kinder hatte, konnte ich viel einfacher in den Morgen hineinstarten und auch mal mehrere Stunden nur Zeit mit Jesus verbringen, an freien Tagen. Das ist für eine Mama, die vielleicht gerade nach 3 Kindern schauen muss, oft nicht so möglich. Aber ich möchte an der Stelle sagen, dass es trotzdem keinen Unterschied macht. Weil Jesus, wenn du die ganze Zeit in Jesus bist und Jesus ist in dir, dann ist es egal, was du gerade arbeitest. Es ist egal, ob du jetzt die Zeit hast, nur Qualitätszeit im Lobpreis und in der Bibel zu verbringen. Aber du hast ja einfach, wenn du diese Zeiten hast und du nimmst sie dir raus und es ist deine Priorität, jetzt möchte ich tief mit Jesus eintauchen, jetzt möchte ich wirklich tief Qualitätszeit mit Jesus haben, dann wird es dein Herz, auch dann, wenn du aus der Arbeit heraus
ihn die ganze Zeit lobst. Ich kann ihn mit hineinnehmen in die Hausarbeit. Ich kann ihn mit hineinnehmen in die Buchführung. Ich kann ihn mit hineinnehmen in alles, was ich tue. Ob ich reise, ob ich gerade irgendwo alleine bin. Ich weiß die ganze Zeit, er ist in mir und ich bin in ihm. Deshalb, genau wie Maria gesagt hat, es gibt keine verschiedenen Seasons. Es gibt nur verschiedene Tagesrhythmen. Es gibt verschiedene Situationen, in denen du gerade was machen musst und in denen du gerade einfach sein darfst. Und das ist gut, aber es ist genau das, was du gesagt hast. Mir fällt jetzt noch was ein zu den verschiedenen Seasons. Ja? Ich habe ja erst mit 49 geheiratet. Ja? Und ich hatte Zeit, alle Ehebücher zu lesen. Ja, sehr gut. Das hat mir gesagt, ich werde heiraten. Ja? Aber ich habe gedacht, da muss ich mich vorbereiten. Okay? Und ich habe mich vorbereitet. Oh, und unter anderem war meine Nummer 1 Priorität. Ich werde mich unter anderem, koste es, was es wolle. Ja. Und dann habe ich geheiratet. Und der Mann hat ganz anders, der hat nicht so gespurt wie die Bücher. Der hat die Bücher nicht gelesen. Nein. Und der war dauernd verwirrt mit meinen, ne? Weil zum Beispiel, ich bin mit 7 Jahren schon zu Jesus gekommen, ja, und dann viele Jahre schon, habe ich 40 Jahre schon mit Jesus hinter mir gehabt, und er war erst, glaube ich, 4, 5 Jahre bekehrt. Und dann hat er gesagt, ja, und dann haben wir auch ganz kurz uns nur gekannt, 5 Tage haben wir uns gesehen, und er hat gesagt, du weißt genau, wir gehören zusammen, ja. Warum sollen wir da lang warten? Wir lernen uns eh erst in der Ehe kennen. Da hat er gesagt, wann hast du dein nächstes freies Wochenende? Da könnten wir heiraten. Liebe Männer da draußen, Frauen möchten das auch gerne, dass ihr wisst, was ihr wollt. Amen, amen. Das ist auch gut. Und dann war ich nach einer Woche, habe ich gesagt, Herbert, jetzt bist du da. Du bist ja das Haupt dieser Verbindung von uns, und ich ordne mich dir unter und du sagst mir, was ich zu tun habe. Ich sagte, wie bitte? Du gehst doch schon viel länger mit Jesus, du sagst mir, was ich zu tun habe. Also ich war entsetzt über diese Antwort. Ja. Das stand doch nirgends in meinen Büchern drin. Ich renne ins Schlafzimmer und sage, Herr, der spurt nicht. Ich will mich unter und er lässt mich nicht. Dann hat der Herr gesagt, was sagt er denn? Ja, ich sage, der sagt, ich soll ihm sagen, was er zu tun hat. Dann hat der Herr gesagt, dann gehorche. So dumm, habe ich in meinem Leben noch nicht reingeschaut. Komme ich heraus aus dem Schlafzimmer und der Herr wusste, ich habe mit Gott gesprochen. Sag er, und was hat Gott gesagt? Er hat gesagt, ich soll dir gehorchen. Gott sei Dank, hat er gesagt. Und 3 Jahre, wir haben uns immer wieder zusammengesetzt und gesagt, und was spürst du, was in meinem Leben dran ist? Und das war für mich kompliziert, weil ich musste immer von Gott hören. Ja. Und das war eine Zeit der Reife miteinander, eine Reife des Wachstums. Und er hat mir so vertraut. Und nach 3 Jahren, am 3. Hochzeitstag, sind wir ausgegangen. Ich sage, was war das Schönste für dich? Sagt er, Maria, deine Gebete. Ich habe immer gehört, wie Ketten von mir fallen. Klirren. Du hast mich frei gebeten. Und jetzt, Maria, ab jetzt kannst du dich an mich lehnen. Jetzt ziehe ich dich. Wie schön. Ja. Und die letzten 3 Jahre waren wunderbar. So, weißt du, wenn es jetzt zu den Seasons, ja. Also Gott, ja, und dann habe ich gesagt, Herr, warum habe ich die ganzen Ehebücher gelesen? Die Zeitvergeudung, ja. Es funktioniert eh nicht so wie die Bücher. Dann hat er gesagt, weil ich mit jeder Ehe ein neues Buch schreibe. So gut. Und er schreibt auch mit jedem Leben ein neues Buch. Weißt du, die Apostelgeschichte ist schon nicht fertig. Ja. Wir schreiben noch Chapters, also Kapitel in der Apostelgeschichte, mit jedem Leben. Und ich persönlich bin überzeugt, dass jedes Leben es wert wäre, ein Buch zu schreiben. Weil es ein Schöpfungsakt Gottes ist. Amen. Und Gott, der zieht uns nicht alle über einen Leisten, sondern er hat mit jedem eine eigene, herrliche, schöpferische Geschichte. Das ist so gut. Wow. Du hast gerade von der Freiheit gesprochen, die der Herbert auch erlebt hat. Und wir haben eine Frage, da hat jemand gefragt, Befreiung ist für mich noch ein großes Thema. Wie können wir lernen, wie können wir das lernen und wie können wir es auch weitergeben? Ja, also Befreiung. Wir sind nur besetzt, wo wir ein Fehlverhalten haben. Ja? Und also muss ich dazu sagen, der Herbert hat auch 3 Jahre gesagt, ich war seine Zugsammler. Ja. Ich habe den ganzen Dreck rausgebracht.
aber ohne es zu wollen oder zu wissen, oder das war einfach diese Einheit, der Heilige Geist hat mich verwendet dazu, ja. Nach 3 Jahren wurde ich der Balsam. Aber wir müssen zuerst bitten, Herr, wo ist mein Fehlverhalten, dass der Feind diesen Zugang hat zu mir. Und wenn da Buße ist, dann haut der von selber ab, weil er keinen Anhaltspunkt mehr hat. Weil viele Leute wollen nur Befreiung, 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 aber nie eine Veränderung in ihrem Charakter, in ihrem Verhalten. Und dann hat der Feind doch absolut mit mehr. Ja. Also, weißt du, wir wollen immer etwas, was uns am wenigsten kostet. Mhm. Aber Befreiung, da geht es nur um Charakterveränderung. Absolut. Und dann haut der Dämon ab, weil der fühlt sich nicht mehr wohl. Der hat keinen Platz mehr. Ja, ja. Ich würde auch dazu sagen, wir beten immer gerne für jemanden, der kommt und sagt, hey, gerade, und das war bei euch in der Ehe ja auch ein absolutes Geschenk, bis der Herbert auch dann diese Identität hatte, zu sagen, hey, jetzt fühle ich mich wirklich auch bereit, dass ich vorangehen kann. Ja. Aber ich finde es auch so wichtig, dass du oder dass sie selbst ein eigenständiger Christ werden, der diese Vollmacht, die Jesus gegeben hat, wenn er schon alles vollbracht hat, ergreifen und selbst sagen, hier, das geht jetzt in Jesu Namen. Weil das hat jeder bekommen und wir müssen das ergreifen, müssen das wirklich auch leben. Sogar ja? Ein David schreibt, ja. Durchforsche mein Herz und sieh, ob da noch Wege der Pein sind. Richtig. Also wir sollen Gott erlauben, unser Herz zu durchforschen und uns zu zeigen, wo, weil oft sind das ja Verwundungen in der Kindheit. Genau. Ja. Oder was wir verdrängt haben. Ja. Dass der Heilige Geist das ans Licht bringt. Und wir in die Wahrheit durchbrechen und der Feind uns anpassen. Genau, ja. Also das finde ich auch einfach so wichtig, was du sagst, wo wir wirklich dann Buße tun. Amen. Und echt sagen, jetzt habe ich erkannt, das hier war falsch. Ich drehe mich jetzt komplett um und ich drehe mich zu Jesus und ich gehe jetzt auf ihn zu. Amen. Und ich werde das Alte nicht mehr machen. Amen. Da kann der Feind gar nicht mehr kommen und uns immer wieder damit knechten. Weil dann können wir sagen, wende dich an Jesus, das ist schon bei ihm. Ne? Amen. Ja. Na. Da hat er keinen Raum mehr. Mhm. Weil da ist dann Jesus, der das besetzt, das Gebet und heilt und befreit und seine Gegenwart da ist. Ja. Also Befreiung ohne Buße ist gefährlich, finde ich. Ja, absolut. Sehe ich genauso. Weil der Herr sagt selbst, die kommen dann noch mehr. Die kommen zurück mit noch mehr und richten noch mehr an. Also ich finde es nochmal an der Stelle klar zu machen, es ist vollkommen in Ordnung, wenn jemand kommt und sagt, kannst du bitte für mich beten? Und das machen viele Christen auch sehr gerne und die wissen, hey, Jesus befreit. Aber wir möchten, dass jeder Christ trotzdem dahin kommt, dass er das selber mit Jesus klären kann. Dass er wirklich selbst sagen kann, hey, das darf jetzt in Jesu Namen gehen. Wir sind als Geschwister zusammengestellt, dass wir uns gegenseitig dienen. Absolut, absolut. Aber wir haben die Vollmacht von Jesus bekommen, dass wir das selbst ergreifen und da in Vollmacht sprechen dürfen. Ja. Maria, wir haben eine Frage. Wie ist das mit den Kindern? Wir nehmen Jesus an und er ist in uns und wir sind Erben, haben schon die Verheißungen und stehen im neuen Bund. Aber wie ist es mit unseren Kindern? Haben wir Eltern die Autorität und sind sie dadurch Gottes Kinder? Und dabei bewegt mich besonders auch die Frage, was ist dann mit meinen Enkelkindern? Ja, also da ist etwas, was wir klären müssen. Durch die Geburt sind wir Geschöpfe Gottes, aber nicht Kinder Gottes. Mhm. Kinder Gottes heißt es im Johannes-Evangelium 1,12, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und da, weißt du, ich habe zum Beispiel jetzt das einzige Baby, das ich jetzt in Afrika zog, war die Angel. Und der habe ich schon mit einem Jahr Kindergeschichten aus der Bibel vorgelesen. Ja. Und sie war bei allen Andachten dabei. Meine Kinder sind ganz gleich welches Alter bei allen Andachten dabei. Die kriegen, ich glaube, ein Kind sollte mit der Mutter schon alles bekommen. Ja. Und dann war ich eingeladen in einer Schule von uns in einem muslimischen Gebiet, wo sehr viele muslimische Kinder zur Schule gehen, zu den Kindern zu sprechen. Und habe ganz klar mit ihnen gesprochen, dass ich bereits mit 7 Jahren mein Leben Jesus übergeben habe. Und dass er der Erlöser dieser Welt ist und der gestorben ist für uns, dass wir leben können. Und wer den Herrn Jesus aufnehmen will,
Denn Jesus wollte nie in einem Gebäude leben, sondern in menschlichen Herzen, mhm, im menschlichen Körper. Der soll nach vorne kommen. Und die Kinder sind geströmt davor. Und meine Tochter, 2,5 Jahre, sitzt mit einer Babysitterin ganz hinten, reißt sich gewaltsam aus den Händen und läuft davor. Steht ganz vorne und betet. Und ich sage, ja, was soll ich machen? Schweigen. Betet ganz laut mit. Ganz laut. Dann am Nachmittag waren wir alleine und habe gesagt, Angel, was hast du heute gemacht? Ja, Mama, genau, was du gesagt hast. Ja, was habe ich denn gesagt? Ja, wir sollen Jesus einladen, dass er in uns drinnen wohnt. Und wo ist er jetzt? Der Jesus? Ja, überall, Mama, überall ist er. Und sie wollte dann sofort abgetaucht werden. Aber ich habe das verzögert und gesagt, das verstehst du. Wie sie dann 5 Jahre waren, immer wieder zu mir gefragt, habe ich gesagt, ja, das kommt noch, kommt noch. Wie sie 5 Jahre waren, hat sie gesagt, aber Mama, jetzt verstehe ich es. Da habe ich gesagt, was geschieht in der Taufe? Sagt sie, Mama, weil wir taufen ja keine Kinder. Ja, wir weihen die Kinder Gott, aber getauft wird keines. Die Bibel sagt, er glaubet und tauft. Ja. Das Baby kann nicht glauben. Ja. Und dann hat sie gesagt, Mama, ich will mit Jesus sterben und in ein neues Leben auferstehen. Und dann habe ich gewusst, sie hat Galater 2,20. Wir sind gekreuzigt mit Jesus Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe, das lebe ich aus seinem Glauben. Amen. So, also es ist unsere Kinder, ich würde sagen, wir sind die lebendigen Vorbilder für unsere Kinder. Ja, absolut. Und die lernen von uns. Ja. Verstehst du? Und wenn dein Jüngerschaftstraining nicht zu Hause beginnt, bei den Kindern und Enkelkindern, da kannst du vergessen, da draußen was anzufangen, weil da hast du versagt. Ja. Und das ist deine Nummer 1 Aufgabe. Deine Kinder werden beobachten, wie Mama und Papa miteinander umgehen. Mhm. Sie werden beobachten, wie die auf Gott reagieren und verschiedene Situationen machen. Wenn die Kinder erleben, dass Eltern lügen, also wenn sie Gespräche hören und sagen, da lügt die Mama, dann ist es ein ganz schlechtes Wort. Mhm. Okay? So, also wir als Eltern sind die Ersten, die aus den Kindern Jünger machen sollen. Und die Enkel natürlich, weil die Enkel schauen auf die Großeltern. Ja, also meine Enkel sind wunderbar. Und denen sage ich schon, die haben wir schon als Baby haben wir schon gesagt, was Gott für einen guten Tag hat, ja, dass er sie geschaffen hat. Und ich bin dauernd bezaubert von all meinen Kindern. Und wie sie wesentlich ist, und das gilt jetzt bestimmt für die westliche Welt besonders, dass wir unsere Kinder nicht loben, immer nur für tun, tun, tun und nicht tun, sondern dass wir sie, wie soll ich sagen, ehren, was Gott gemacht hat, als er sie geschaffen hat. Wer sie sind, dass sie ein Geschenk sind und nicht eine Plage und nicht eine Last und nicht ein Problem, sondern ein Geschenk von Gott und dass wir das Geschenk selbst schätzen. Aber dass dieses Geschenk auch eine große Aufgabe hat, hineinzuwachsen in eine Berufung, die Gott für sie hat. Ich sage immer meinen Kindern, ihr hättet natürlich gerne, wenn sie meine Fußstapfen machen, aber keiner ist verpflichtet, das zu tun. Ich will, dass alle Kinder den Weg gehen, den Gott vorbereitet hat. Und das spüren sie auch und das dankert sie mir auch. Ja. Und da muss man natürlich schon manchmal Korrekturen einlegen. Und sagen, du, da sehe ich etwas, was nicht dem Charakter Jesu entspricht. So. Das ist super. Da ist mir noch eine Sache eingefallen, die ich noch zur Ermutigung weitergeben möchte. Wenn du auch Kinder hast und du hast vielleicht wirklich jetzt den Eindruck, boah, da bin ich wirklich, da habe ich eigentlich versagt, dann sprech mit deinen Kindern darüber, weil ich finde es auch super wichtig, was Maria eben schon gesagt hat, wenn sie dich beobachten und sie müssen sehen, dass du wirklich authentisch bist. Amen. Und wenn du dann mal sagst, also heute, da habe ich dich wirklich nicht gut behandelt, da habe ich einen Fehler gemacht, kannst du mir das vergeben? Das finde ich so schön. Ich mache nicht alles richtig mit meinen Kindern. Und manchmal abends, dann muss ich mich entschuldigen, boah, da habe ich wirklich jetzt laut mit dir geschimpft und sowas, das hat dich vielleicht verletzt. Und dann sagen die ganz oft schon zu mir, ja, das vergebe ich dir, Mama, und vergib du mir, dass ich nicht sofort gehört habe. Und das ist so schön, wenn wir wirklich verstehen, wir leben von der Vergebung und wir werden nicht alles richtig machen, aber der Herr hat schon längst uns Vergebung gegeben, die ist schon für uns bezahlt worden und das dürfen wir miteinander auch so leben und einüben,
Wir werden dadurch immer besser. Einige Fehler wirst du das nächste Mal vielleicht nicht mehr machen. Und das ist großartig, aber es ist Vergebung einfach auch da. Und das ist das gelebte Evangelium. Ja, absolut. Das tut mir auch selbst immer so gut und gibt mir so eine Freiheit, weil wenn du dir den Anspruch machst, dass du alles richtig machst mit deinen Kindern und deinen Enkelkindern, diesen Druck kannst du überhaupt nicht standhalten. Das ist unmöglich. Du bist ein selbstgerechter Pharisäer. Ja, wenn du das noch glaubst, dass dir das gelingt, dann ja, definitiv, ja. Nein, Kinder, die dürfen auch unsere Wachstumssituationen erkennen. Ja. Also ich finde, die Familie ist das Erste, wo die Liebe Gottes greifen soll. Und zwar beobachten die Kinder auch, wie Vater und Mutter miteinander umgehen. Und das ist ganz wichtig für sie. Ganz wichtig. Vielleicht an der Stelle nochmal die Rückfrage, was würdest du da auch gerade den Familien sagen, die vielleicht nur einen Elternteil haben aus den unterschiedlichsten Gründen? Wie hast du das auch manchmal erlebt, wenn du die Kinder auch alleine großgezogen hast? Ja, eben schon gesagt. Der König aller Könige ist... Ja, sie wissen, wer ihr Vater ist. Ja. Auch wenn sie einen irdischen Vater haben, wissen sie, dass sie einen himmlischen Vater haben, der über allem steht und der gegenwärtig ist, der überhaupt der Grund ist, dass sie existieren. Ja. Und der Freude hat, dass sie existieren. Und der einen guten Plan hat für sie. Ich sage, also, lasse ich meine Kinder wiederholen, ich bin der Traum in Gottes Herz. Ich bin das Potenzial in seiner Hand. Ich bin eine Stimme Gottes auf dieser Welt. Und ich habe meine Kinder immer erlaubt, auch mit Erwachsenen zu sprechen. Weil viele in der westlichen Kultur, Kinder haben nichts zu sagen. Aber ich habe immer gesagt, ihr Lieben, ihr dürft immer mit mir reden, auch wenn ich mit dem Präsidenten reden sollte. Und da war eine Geschichte, die möchte ich noch da hinzufügen. Meine Tochter, da war sie, glaube ich, 3,5, 4 Jahre, kommt eine Österreicherin auf Besuch. So, in der Karwoche, Gott, so wie jetzt. Und sagt, Angel, jetzt kommt dann bald der Osterhase, freust du dich schon? Sagt sie, den Blödsinn glauben wir in Afrika nicht. Ich war überrascht. Dann sagt die, ja, was glaubt ihr denn dann? Ja, wir glauben, dass Jesus gestorben ist für uns und der war schon im Grab und alle waren ganz traurig. Aber dann ist er auferstanden, nach 3 Tagen. Und das feiern wir, dass er auferstanden ist. Also bei uns werden auch im Haus überhaupt keine Hasen oder so. Wir feiern die Auferstehung Jesu. Und dann wollte sie mit uns reden, gleich nachher, sagt diese Österreicher, Angel, du bist ja noch so klein, kannst doch nicht mit den Erwachsenen reden. Hat sie sich aufgerichtet, hat gesagt, ja, ich bin noch sehr klein, aber in mir wohnt ein großer Gott. Gut verstanden. So sollte unsere Kinder sein. Genau. Und sie war noch so klein und sie hat das schon alles begriffen. Ja, ja, so schön. Ja, und ein Jahr später, also ich glaube 5, fliege ich mit ihr nach Europa. Sie war schon oben, wir waren schon viele Mal in Europa, vorher schon. Und dann kommt über den Lautsprecher ein Flugzeug, wir sollen uns alle anschnallen, wir kommen in eine starke Sturmzone, auch das Personal hinsitzen. Und ich sitze ganz bescheiden in meinem Stuhl, rücke ein bisschen runter, Herr, hilf uns durch diese Katastrophe. Hilf uns durch den Sturm, ja. Und dann höre ich neben mir ganz laut schreien, Storm in Jesus' name, stop! Steht meine Tochter im Stuhl, im Flugzeug und schreit über das ganze Flugzeug. Jetzt bin ich noch am Schiller runter, verstehst du? Das denken die Leute. Ich weiß nicht, was die Leute denken. Ja, aber das sind immer so komische Gedanken. Und dann, wenn wir ausgestiegen sind, war der Kapitän da, ist sie hin zu ihm, weggelaufen von mir zu ihm, hat sie gesagt, Herr Kapitän, heute hast du nicht recht gehabt. Hat er gesagt, wieso nicht? Ja, der Sturm ist nie gekommen. Sagt er, wieso nicht? Den habe ich in Jesu Namen gestoppt. So sollen wir unsere Kinder ziehen. Ja, absolut. Weil das Wort Gottes wirkt noch nicht erst ab einem gewissen Alter. Sondern jeder, der es verwendet. Und wir sollen werden wie die Kinder. Also ich war stolz. Über 10 cm groß. Ich bin ausgegangen aus dem Flugzeug mit dieser Tochter. So schön. Ja, und ich glaube, die Kinder machen uns vor, wie das im Königreich läuft. Amen. Die hat es verstanden. Ja. Einfach im Glauben aussprechen. Amen. Und die Worte haben so eine Macht. Ja. So gut. Ja, die Angel ist toll. Wenn wir gerade bei den Kindern sind, hier ist nochmal die Frage, was ist nötig, um unseren Kindern und Enkelkindern das Königreich Gottes lieb zu machen?
Nebst ist doch unser Leben. Hat sie eigentlich eben auch schon. Sie erleben es doch uns und sie erleben vor allem die Liebe, aber auch die Wahrheit. Mhm. Weißt du, da gibt es auch Grenzen. Und beides ist wichtig. Und ich hab jahrelang damit gekämpft, wie ich Liebe und Wahrheit zusammenbringe. Mhm. Weil Wahrheit ohne Liebe ist brutal und Liebe ohne Wahrheit ist sentimental. Mhm. Und das muss zusammenkommen. Und da habe ich eben von Jesus gelernt, er hat die Wahrheit liebevoll gebracht. Ja. Aber er hat auch die Liebe wahrhaftig verkündigt. Ja, gell? Und das gehört zusammen. Weil es gibt so viele Gruppen, besonders auch hier in Europa, aber es kommt jetzt auch in Afrika, Kuschelgruppen, verstehst du? Ja, weißt, ich hab dich lieb, aber du mich auch, gell? Ganz gleich, was wir machen. Mhm. Ach, Gott ist ein Gott, der Wahrheit trennt, aber so haarscharf. Mhm. Und Gott möchte, dass wir wirklich die Liebe in Wahrheit leben, oh, wahrhaftig liebend sind, ja. Und da läuft jetzt so viel, weißt du, was die Leute wollen, dass man annimmt, was aber gegen die Ordnung Gottes ist. Mhm. Und da kann ich nicht mitmachen. Ich kann nur mitmachen bei dem, wo Gott ja sagt dazu. Verstehst du, ich wurde sogar als fundamentalistisch schon eingestuft von Pastoren im Norddeutschland. Mhm. Nicht mehr eingeladen zu predigen. Da habe ich zugeschrieben, ja, ihr habt eine Gabe der Erkenntnis, die ist wunderbar. Ich habe ein Fundament. Das Wort Gottes und Jesus Christus. Auf welcher Sandkiste steht ihr? Mhm. Hab natürlich nichts mehr gehört von Ihnen. Aber wisst ihr, was Gott Sünde nennt, nenne ich auch Sünde. Nicht, weil ich verurteile, aber weil ich auf Gottes Schiene bin. Ich habe die Gottesfurcht. Ich will Gott respektieren in seinen Anweisungen. Ja. Gerade so. Wo du das gesagt hast mit dem, auf was für einer Sandkiste steht man. Ich habe den Eindruck, dass ganz oft dieses Bild falsch verstanden wird, wo wir sagen, hast du dein Haus auf Sand gebaut oder hast du es auf Fels gebaut? Weil ich glaube, dass oft die Leute gedacht haben, derjenige, der auf Sand gebaut hat, der steht gar nicht auf dem Fundament Gottes. Aber ich habe den Eindruck, es geht darum, die haben das Wort Gottes gehört, aber sie haben es nicht getan. Und der auf Fels gebaut hat, hat es gehört und getan. Und das ist, weil die Gruppe, zu der Jesus spricht, das ist ja keine Gruppe, die dann nicht das Wort Gottes kannte. Aber sie kannten es, aber sie haben es nicht getan. Ja? Und das ist wirklich genau, was du jetzt gerade auch nochmal sagst. Es ist wirklich so wichtig, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern dass wir das wirklich dann auch tun und auch konsequent tun und ein Fundament haben, von dem wir nicht abweichen. Weil wenn wir in die Höhe bauen, ohne dass unten das Fundament stimmt, dann wird es einbrechen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, so gut, Maria. Das ist wichtig, dass Wahrheit gesprochen wird. Und ich liebe das, dass du keine Angst hast, heiße Eisen anzufassen. Weißt du? Du verbiegst dich nicht, damit jemand dich einlädt. Du verbiegst dich nicht, dass irgendjemand sich damit gut fühlt. Du hast es mal so schön gesagt, dass Gott dich gefragt hat, ob du geliebt werden möchtest oder respektiert. Halleluja. Sag das bitte nochmal, das ist so wichtig und ich glaube, das müssen wirklich viele hören. Ja, Gott hat mich gefragt, ob ich geliebt werden will oder respektiert. Da war meine Antwort, ja, ich habe schon geliebt, ja. Dann hat er gesagt, dann kann ich dich nie gebrauchen. Ja. Denn dann bist du manipulierbar. Dann tust du alles nur, damit sie dich lieben. Boah, bin ich erschrocken. Heute, ihr Lieben, will ich nur mal respektiert werden. Dann werden mich die richtigen Menschen auch lieben, verstehst du? Mhm. Aber ich tue nichts mehr, um geliebt zu werden. Ja. Sondern ich tue alles, weil Gott doch mich liebt, aber nicht um geliebt zu werden. Das ist so gut. Ja. Das ist so danke, gut. Danke, dass wir daran erinnern. Ja, ich liebe das. Ich denke da so oft dran. Wir haben noch eine Frage zu Kindern. Ich habe schon ein Kind und die Geburt war sehr schwierig. Wie kann ich den Glauben entwickeln, um eine übernatürliche Geburt zu erleben? Also Gabi, da bist du jetzt die richtige Person, das zu beantworten. Ich habe nie ein Kind geboren. Ich hatte zwar nie Probleme mit dem Frauenstaff, aber ich habe nie ein Kind geboren. Darum kann ich dazu auch nicht sprechen, aber da hast du eine Stimme. Und da bitte ich dich jetzt, weil ich glaube es auch. Ich habe schon einige Mal gebetet für Geburten, dass nur zwei, drei Stoßwellen, das hat funktioniert. Mhm. Ja. Aber selbst habe ich es auch nicht erlebt, aber du hast es erlebt. Also ich muss an der Stelle erstmal kurz sagen, wenn du schon ein Kind geboren hast und diese Geburt schwierig war,
dann wünsche ich dir absolut, dass du an dieses Thema nochmal mit Jesus rangehst und dass du erstmal Heilung dafür erlebst, dass du einfach diese Geburt nicht so erlebt hast, wie Gott sich das für dich gedacht hat. Und dass du auch ehrlich mit Jesus schaust, was waren die Dinge, die meinen Glauben blockiert haben oder was habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht verstanden. Weil für mich ist es das Allerwichtigste, dass wir zuerst mal verstehen, was sagt Jesus. Dass wir wirklich dahin gehen, dass Jesus zu uns sagt, ich habe alles vollbracht, ich habe deine Schmerzen getragen, ich habe die Krankheit getragen, ich habe jeden Fluch schon gebrochen. Denn das, was wir in der Bibel lesen, was galt für Eva, das gilt für dich heute nicht mehr. Und das musst du erstmal begreifen. Du musst erstmal das wirklich glauben und nicht nur mit deinem Kopf. Und dieser Weg, das sagst du auch immer, der Kopf bis zum Herz ist ja, der längste Weg. Ja. Da unten ist das. Das ist so wahr, weil wenn wir das einfach nur sagen, ja, das ist ja schon alles in der Bibel, es ist ja schon alles vollbracht, das hat noch nichts mit deinem Leben zu tun. Ich habe bei Elia, bevor ich das erste Mal schwanger geworden bin mit meinem Sohn, habe ich ein Buch empfohlen bekommen und ich habe eine Frau erlebt, die hatte diese typische Situation, die wir so oft in christlichen Kreisen haben. Sie war hochschwanger, es war gerade eine kurze Pause, es stürzen sich mehrere Frauen auf sie und sagen, oh, meine Geburt war so, meine Geburt war so. Und ich habe nichts Positives gehört und ich hatte so Mitleid, weil ich hatte noch kein Kind zu dem Zeitpunkt, aber ich dachte mir, die hochschwangere Frau kann ja jetzt nicht mehr zurück, die kann ja jetzt nichts mehr daran ändern, die muss da ja jetzt durch und die hat bestimmt jetzt Angst. Aber sie sagte einfach nur, und in Jesu Namen wird das bei mir ganz anders sein. Ich werde eine übernatürliche Geburt erleben, genauso wie Gott sich das gedacht hat. Und ich dachte mir, Mann, was ist das für eine Frau? Und ich bin zu ihr gegangen und ich sage, boah, also die Situation habe ich schon häufiger gehört, aber deine Reaktion noch niemals. Ich habe dieses Buch gelesen und ich glaube jedes Wort, was da drin steht. Ich war nicht mal schwanger. Ich habe mir sofort dieses Buch besorgt, weil ich wissen wollte, was da drin steht. Ein kleines Büchlein, in dem so viele Bibelverse waren und so viele Wahrheiten Gottes und so viele Verheißungen und so viele Proklamationen, was wir beten dürfen in Jesu Namen. Dann habe ich mir erstmal mehrere Bibelübersetzungen hingelegt, um zu prüfen, ob das wirklich auch in meiner Bibel steht, weil ich das noch nie gehört hatte. Also ihr merkt, das Umdenken von diesem weisen Geist, der glaubt, für mich ist ein Fluch vorbereitet, Geburt muss richtig schlimm sein, Geburt muss schwer sein, das ist was ich nicht erleben will, bis zu dem Punkt, an dem ich verstanden habe, Jesus hat schon alles vollbracht. Amen. Und Jesus wird wiederherstellen, was Gott sich ursprünglich für die Fortpflanzung gedacht hat, wie Frauen eigentlich Kinder bekommen sollten. Und es kann im Paradies nicht schmerzhaft und nicht schrecklich gewesen sein. Das hat er sich anders gedacht. Also war dieser längste Weg, von dem falschen Denken umzukehren, Buße zu tun, zu Jesus zu gehen und zu sagen, was sagst du dazu? Und dann zu hören, was er sagt. Und dann muss ich euch ehrlich sagen, war ich aber trotzdem noch überrascht. Jetzt hatte ich schon keine Schmerzen. Bei Wehen, ich habe es auch nicht Wehen genannt, sondern Kontraktionen. Es fühlte sich einfach nur an, als ob ein Muskel angespannt wird, als ob was passiert im Körper. Und meine Hebamme sagt zu mir, oh, du hast ja schon Wehentätigkeit. Und ich sage, aha, dann muss ich mir merken, dass sich das so anfühlt und muss dann immer mal auf die Uhr gucken, wann ich irgendwann ins Krankenhaus fahren soll, weil wenn du keine Schmerzen hast, dann ist das natürlich auch eine sehr entspannte Sache. Und im Krankenhaus haben die überhaupt nicht geglaubt, dass ich jetzt gleich ein Kind bekomme, weil Erstgebärende, die keine Schmerzen hat, die lächelt, ihre Tasche in der Hand hat und sagt, ha, heute will mein Baby kommen, wird nicht so ernst genommen im Krankenhaus. Kann ich euch aus Erfahrung sagen? Dann haben die mich nochmal hochgeschickt zum Doktor, dass nochmal Ultraschall gemacht wird. Dann bin ich die Treppen wieder runtergelaufen und ich sage zu der Hebamme, ich glaube wirklich, dass das Baby jetzt kommen will. Ich habe den Eindruck, ich sollte jetzt schon mitarbeiten. Und dann sagt sie, ja, wir untersuchen mal und sagt, jetzt kommt das Baby. Und kurz danach hatte ich den Elia vor mir ohne Schmerzen. Und es war Wahnsinn, weil ich war sogar, obwohl ich erwartet habe, dass ich eine übernatürliche Geburt habe, echt überrascht, dass er schon da war. Und er war so schön und es war alles so wunderbar. Und jetzt möchte ich euch aber auch sagen, bei meiner Tochter war dann alles länger. Und die Hebamme wurde auf einmal ein bisschen nervös und sagte, das letzte Mal war doch das Kind so schnell da, wieso dauert es jetzt so lange?
Und mein Mann wurde nervös und sagt, in Jesu Namen kommt jetzt unsere Johanna. Und ich merkte, mein Fokus verändert sich und ich bin auf einmal gestresst, weil ich auf einmal merke, die könnten mich ja ins Krankenhaus bringen. Ich wollte eine Hausgeburt machen und plötzlich war der Fokus nicht mehr nur auf Jesus und nicht mehr auf diesem, du tust, du hast den Zeitplan, ich gebe mich einfach in deine Pläne rein. Ich bin einfach nur hier und ich höre auf das, was du sagst. Und das ist mir das Wichtigste für dich mit dieser Frage. Weißt du, wenn du wirklich schaffst, dass Jesus der Plangeber von der ganzen Geburt ist, dass der Heilige Geist dir sagen darf, entspann dich, lehn dich zurück, es dauert noch ein bisschen, sprech zu dem Kind, sprech zu mir, bete in Sprachen, bete, hab Lobpreis, danke mir einfach für das, was wir gleich zusammen erleben dürfen. Dann wirst du eine wunderbare Zeit haben. Du wirst so entspannt sein und mach dir vorher Gedanken, was wirklich für dich ein guter Rahmen ist. Möchtest du gerne in eine Badewanne gehen? Möchtest du gerne auf einem Bett sein? Möchtest du gerne auf einem Ball sitzen, während du wartest, dass dein Baby kommt? Überleg dir, was für dich gut ist und lass dir von niemand anderem reinreden. Klär das nur mit Gott. Der kennt deinen Körper am allerbesten. Und du weißt als Experte, lass dir nicht von außen sagen, was du zu tun hast. Weil wenn Gott dir sagt, jetzt entspann dich und dritte Geburt, Josua, mehr Himmel als irgendwas anderes. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass der kleine Kerl jetzt schon kommt, weil ich so entspannt war. Meine Hebamme war gerade rausgegangen, wollte noch mit ihrem Mann telefonieren. Und ich denke in dem Moment, ach, ich bete jetzt in Sprachen. Es könnte sein, dass jetzt das erste Mal eine Presswehe kommt. Und ich bete in Sprachen und gucke in meine Badewanne und da schwimmt mein kleiner Sohn. Also das ist einfach Wahnsinn. Du kannst so viel von Gott erwarten, weil er das Beste für dich hat. Und er wird dich noch überwältigen mit dem, was er wirklich für dich hat. Aber wir müssen sagen, dein Plan. Und nicht, wie ich es mir denke. Und nicht, ich arbeite jetzt mit und ich drücke jetzt mal einmal ganz fest. Das vergisst es alles. Lass dir einfach sagen, was jetzt dran ist. Und dann wirst du erleben, diese wahnsinnsgeniale Wundergeburt, die Gott sich für dich gedacht hat. Und überwinde erstmal dieses Trauma von deiner ersten Geburt. Bring das zu Jesus, erleb Heilung darüber. Lass dir wirklich zeigen, was ist da schiefgelaufen? Wo war Jesus in der Situation? Frag ihn einfach, wo warst du? Und was habe ich nicht verstanden? Wo habe ich dich nicht gesehen? Wo habe ich nicht auf dich gehört? Wo habe ich nicht... Und das ist jetzt nicht, dass du das hören sollst, ich will dir sagen, du warst schuld. Das ist der Feind, der würde dir sowas sagen. Das sage ich nicht, sondern ich sage einfach nur, Jesus redet zu dir. Und wenn er dir sagt, was jetzt dran ist, wird es immer gut für dich sein. Und da, wo du es nicht gehört hast, machst du es jetzt dieses Mal, dass du besser auf ihn hörst. Amen. Wenn wir die Schafe sind und er ist der Hirte, dann werden wir seine Stimme hören und dann wird es einfach sein. Amen. Möchtest du was ergänzen? Nein, ich habe immer schon daran geglaubt, ja. Weil Jesus ja für alle Flüche gestorben ist und es war eigentlich der erste große Fluch, den er mit der Sünde verbunden hat. Und da war ich immer traurig, dass ich eigentlich nichts beweisen kann, außer die normalen Tage einer Frau. Aber du bist für mich so eine Bestätigung, dass Gott, wir können uns auf sein Wort verlassen, kostet es, was es wolle. Er spricht die Wahrheit, er kann nicht lügen. Genau. Ja. Und, aber der Feind ist ein Lügner. Ja. Und der hat uns Jahrhunderte, Jahrtausende lang belohnt. So ist es. Ja. Und das macht mich so traurig, weißt du, weil auch heute noch so viele Frauen wirklich von Herzen mit Jesus leben, aber das nicht wissen. Und das macht mich so traurig, weil, weißt du, Gott ist über dem allen drüber, aber wir könnten hier schon was erwarten, wir könnten hier schon was erleben, was ja. Er für uns hat. Jetzt schon. Und einige verpassen das. Ja. Und in Afrika gebären die Frauen ganz anders wie wir. Meine Köchin hat um 6 Uhr früh ein Kind geboren. Sie ist noch um 4 Uhr früh mit dem Bus selber zur Krankenhaus, weil wir sie alle nicht gehört haben, zum Krankenhaus gefahren. Um 6 Uhr ist das Ding und abends hat sie für uns gekocht. Ganz normal. Dann habe ich gesagt, Moment, du hast ein Wunder. Ich sage, so was? Mir geht's gut. Ja. Also ich glaube, wir haben noch keine Ahnung. Ich würde sagen, nicht alle, aber viele haben noch keine Ahnung, was Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat. Zum Beispiel habe ich mich auch entschieden, gesund zu sterben. Ich brauche doch keine Krankheit zum Sterben.
wenn Jesus alles getragen hat, der sagt, Maria, und weg bin ich. Weil wir eben so religiös geprägt sind, ja, mit tun, 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 nicht tun. Aber dass Jesus schon alles getan hat, ja, das ist noch nicht richtig eingedrungen in unseren Geist. Wir glauben immer, wir müssen noch viel hinzufügen, aber wir müssen nur glauben. Ja, absolut. Glauben und Vertrauen und Danke sagen. Ja. Und das ist in so vielen Kreisen noch sehr, auch mit Fragezeichen, ja, was, bist du übergeistlicher? Nein, ich bin nicht übergeistlich. Ich bin genau dort, wo Gott uns haben will. Ja, Amen. Amen, Amen. Amen. Und wir sollten ja jetzt schon Reich Gottes auf dieser Erde leben, aber wir haben... Weißt du, wir haben Jahrtausende, zwei Jahrtausende gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dann sind wir heraus aus dem Gebäude, das wir Kirche nennen. Es ist ja nicht ein Gebäude, die Kirche, sondern du und ich sind die Kirche, ich bin in uns leben. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Total daneben, verstehst du? Aber wir sollen jeden Tag, wo wir sind, den Himmel auf die Erde holen. Amen. Und das ist unser Auftrag, ja. Und da kommen wir jetzt auch hinein. Ich glaube, dass dieser Druck, der allgemein entsteht, die Menschen zu Gott treibt. Mhm. Ich hoffe, dass wir wegkommen von dem Selbst, unabhängig. Mhm. Weißt du, Selbst ist das Schlimmste, was Gott aus uns herausbringen muss. Selbstdisziplin, Selbstverwirklichung, Selbstmord, alles was Selbst ist, Selbstmitleid, Selbst. Da leben wir unabhängig von Gott. Mhm. Und Gott möchte, dass wir in diese liebesinnige Herzensbeziehung kommen, wo eben seine Gegenwart und seine Liebe permanent in uns, durch uns und mit uns wirkt. Und da haben viele noch nicht den Zugang gefunden, besonders in der westlichen Welt. Ich habe ja schon oft erzählt über die zwei Bäume, ja, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem die westliche Welt nicht gegessen hat, sondern die Welt den Baum gefressen. Man muss alles kapieren, man muss alles verstehen, es muss Sinn machen. Gott ist kein logischer Gott. Mhm. Gott ist ein übernatürlicher Gott. Wir sollen vom Baum des Lebens essen. Und das ist Liebesbeziehung, das ist Intime, das ist Berührung, das ist Connection. Ja. Und da bin ich ihm so dankbar, weil ich war immer ein Misfit in Europa. Mhm. Weil ich zu wenig logisch war, verstehst du? Und jetzt in Afrika passe ich genau. Die Leute sind nicht da oben, die sind da. Das heißt nicht, dass sie blöd sind. Aber sie werden getrieben vom Geist. Und der Heilige Geist will jetzt übernehmen alles. Nicht der geschriebene Buchstabe, sondern der Heilige Geist will uns in die Wahrheit führen, die uns frei machen. Und dann sind wir frei. Das ist so gut. Das ist so gut. Weißt du was, hier diese Frage, die passt dazu auch ganz gut. Wie verhältst du dich, wenn du lange auf eine Gebetserhörung wartest? Oft kommt die Frage, liegt es an mir? Das sind diese Verheißungen in der Bibel, aber ich erlebe es im Sichtbaren noch nicht. Das ist auch wieder so eine Sache von der Logik. Also ich glaube, dass alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Das glaube ich. Aber oft haben wir noch nicht die Bereitschaft, es anzunehmen, oder? Aber weißt du, und Gott hat auch ganz anderes Zeitverhältnis wie wir. Wenn er sagt, vor 2000 Jahren, ich komme bald, ja. Ja. Das ist das längste Bald, was ich je erlebt habe. Ich warte jeden Tag, dass er kommt. Aber wir können, was ich jetzt tue, wenn ich ein Gebetsanliegen habe, ich habe einen sehr großen Korb auf meinem Gebetsaltar und dann werfe ich alles hinein. Er sagt, wir sollen alle Sorgen auf ihn werfen, denn er sorgt sich für uns. Mhm. Und ich werfe ich dann nur rein, Herr, das ist wieder was, was du erledigst. Ja? Diese Box heißt etwas, das Jesus erledigt, Box. Und jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, sage ich, Herr Jesus, arbeite an den Sachen. Und ich fange schon an zu danken. Und danken ist bereits ein Zeichen von Glauben. Ja? Und so kannst du Gott bitten und dann abgeben und dann fangst du an schon zu danken, dass er daran arbeitet. Mhm. Und dass es zur perfekten Zeit kommt. Und dann kommt es auch zur perfekten Zeit. Ja. Und die perfekte Zeit ist meistens ein bisschen länger als die Zeit, die du dir vorstellst. Mhm. Ja? Aber Geduld ist eine Gabe, die wenige Menschen haben. Sie wollen, ja, sie haben schon Geduld, aber sie wollen alles gestern, ja. Mhm. Und Gott zieht uns aber zu sich in der Zeit, ja. Und oft sind wir auch noch nicht bereit, ja, für das, was er vorbereitet hat für uns, ja. Also ich zum Beispiel glaube ich jetzt, dass Gott sehr viele Menschen vorbereitet in Europa, dass er sie in die Welt hinausschleudert hat.
aus vielen Gründen. Und zum Beispiel meine Afrikaner erziehe ich alle, sage ich, ihr Lieben, Gott wird euch in die Welt schleudern, als Stimme Gottes. Mhm. Er wird euch in alle Nationen bringen, um das Reich Gottes zu bauen. Mhm. Ja. Und das sind sie auch bereit. Das sind sie bereit. Also Gottes Pläne, nie hätte ich mir zugemutet, was Gott mir zumutet, verstehst du? Ich habe zwar mit 10 Jahren aber begriffen, dass alle Eltern einen Plan für ihre Kinder haben. Ja? Und dann wurde mir bewusst, aber Gott hat bestimmt noch einen größeren, einen besseren. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, bin 1939 geboren, die 10 Jahre waren nicht die besten Jahre, mit Krieg und viel Schmerz und Hunger und Leiden. Einsamkeit, der Papa war nicht da. Ja? Mhm. Und da habe ich gesagt, lieber Gott, also bisher war es nicht Gott der beste Traum. Aber ich vertraue, dass der restliche Traum besser ist. Und habe ich gesagt, Herr, lass mich nicht stranden, bevor ich den Traum, den du in deinem Herzen hast, hier auf Erden leben darf. Und dann habe ich auch noch dazu gesagt, das war schon meine Reife, wo ich mich heute wundere. Und gesagt, Herr, kannst du mit mir machen, was du willst. Weil ich wusste damals schon, dass jede Berufung einen gewissen Charakter braucht. Genauso wie jede Berufsausbildung eine gewisse Ausbildung braucht. Ja. Und da wusste ich, je größer die Berufung, umso stärker der Charakter geschliffen wird. Dann sagst du, kannst du mit mir machen, was du willst. Wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst du mich auch nur reduzieren. Aber verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen für die Menschheit und gib mir Frieden und Freude, den die Welt nicht geben. Das hat er alles getan. Er hat 50 Jahre irgendwie gearbeitet. Und zwar hat er mich anständig geschliffen. Und sogar so geschliffen, dass meine Eltern gesagt haben, dienst du wirklich einem liebenden Gott? Sag ich, auf jeden Fall. Und wieso? Damit der dich behandelt, das ist nicht die Liebe. Sag ich, lieber Gott weiß genau, was ich brauche. Wisst ihr, je höher die Berufung, je größer die Prüfung. Aber dass man eben in den Prüfungen immer bei ihm bleibt. Und ich habe schon, also da möchte ich jetzt auch manchen Leuten sagen, die Situationen nicht verstehen. Wie oft habe ich gesagt, Herr, verstehen tue ich das schon gar nicht, mögen tue ich es schon auch nicht, gebetet habe ich auch nicht dafür, aber du hast es zugelassen. Ja. Und jetzt sage ich einmal danke. Ich fühle mich nicht dankbar, aber ich sage danke, 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 bis der Geist es kapiert. So gut. Und da bleibe ich dabei. Also ganz gleich, ich weiß, mein Gott macht keinen Fehler. Ja. Und was er dir zumutet, hat er geprüft vorher. Und da bringt mich keiner weg. Okay? Und das ist, glaube ich, eine große Gnade, die Gott mir gegeben hat. Und eben nach 50 Jahren war ich 60, ja, dann ruft er mich nach Afrika. Und dann wollte meine Familie mich in England schon stecken, weil wir mit 60 nach Afrika, wo die Krankheiten anfangen und keine medizinische Betreuung. Dann habe ich gesagt, ja Moment, ich habe noch nie in der Bibel gelesen, dass mit 60 die Krankheiten anfangen. Ja, aber keine. Dann habe ich gesagt, also ihr Lieben, wenn Gott ruft, dann hat er alles vorbereitet. Und ich habe gesagt, ich muss gehen, auch wenn ich zu Fuß gehen muss. Dann habe ich gesagt, du wirst schon die größte Pleite erleben. Dann habe ich gesagt, nein, Gott wird mich segnen, dass ihr nimmer Zeit habt zum Zuschauen. Und genau das ist geschehen. Ich habe selbst nicht mehr Zeit zum Zuschauen. Oder heute. Ich verstehe selbst nichts mehr. Und da habe ich auch gesagt zu ihm, Herr, wie kannst du mich wählen, sowas aufzubauen? Dann hat er gesagt, weil du mir nicht. Nein, dann hat er gesagt, du warst auch nicht meine erste Wahl. Sag ich, ja, das verstehe ich gut, wie viel die meint. Sag mal, die dritte. Ja, und was ist mit den anderen beiden? Ja, das waren Männer, die haben nicht reagiert auf meinen Ruf. Aber du hast reagiert. Dann habe ich gesagt, wie haben wir denn reagiert? Dann hat er gesagt, ja, du stehst mir nicht im Wege. Du stellst dich einfach mir zur Verfügung. Und das ist das Um und Auf. In allen Situationen Gott zur Verfügung zu stehen. Und dann kann er mit dir machen, was er will, wie er will, wann er will, wo er will. Und da kommst du dann selbst zum Stand. Und ich muss auch ehrlich, Gottes Wege sind viel höher als unsere Wege. Ich hätte mich nie gewählt, nicht einmal das 100. Mal. Okay? Aber heute komme ich aus dem Staunen nicht heraus, was Gott mit denen tut. Gott ist ihnen schwach und mächtig. Ich bin vollkommen abhängig von Gott. Und die Letzten an der ersten Zeit. In meiner Familie hat mein Vater immer gesagt, du wirst es nie zu was bringen. Mein Bruder hat gesagt, pass auf, die wird die Erfolgreichste. Und ich habe keine Ahnung, woher das her hat. Ja. Weil ich habe mich wirklich als Null betrachtet.
Aber Gott arbeitet doch in der Null, weil da hat er viel Platz. Amen. Das ist jetzt deine Eins davor. Gell? Ja, genau, dann haben wir sogar 10. Also Gott zur Verfügung stehen, einfach ihm die Führung überlassen, ihm vertrauen in allen Situationen. Wenn ich mir denke, was die Männer und Frauen Gottes in der Bibel doch machen mussten. Wenn an ein Mose, der vom Roten Meer steht und hinter ihm die ägyptische Armee mit Tausenden von Israeliten. Also Gott wird unser Wohl reduzieren, wo wir mit unseren eigenen Überzeugungen nicht mehr durchkommen. Wo wir unser ganzes Vertrauen auf ihn laufen lassen. Und das tue ich. Und das ist voller Überraschung. Das würde ich jedem haben. Ja, das ist so gut. So gut, Maria. Und ich weiß, ich empfinde auch total, dass ganz oft brauchen wir diese Zeit. Ja. Ich muss immer an dieses Volk Israel denken, was eigentlich nach 11 Tagen hätte im verheißenen Land sein können. Aber die brauchten diese 40 Jahre, ne? Bis total durchgereinigt wurde, wer wirklich auf den Herrn vertrauen kann, wer wirklich glauben kann, dass Gott, wenn er sagt, das ist euer Land, dass auch die Riesen besiegt werden. Aber Moment. Die sind es haben nur Joshua und Caleb diese Gnade bekommen. Genau. Selbst der Mose, der nicht zum Felsen gesprochen hat, sondern geschlagen hat, konnte nur hineinschauen, aber durfte nicht hinein. Und alle, die aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgekommen sind, aus der Sklaverei, sind alle in der Wüste gestorben. Ja. Und das war für mich schon erschütternd. Ja. Dass nur die, die in der Wüste geboren wurden, und die wurden wahrscheinlich von Caleb und Joshua zum Glauben. Mhm. Die sind hineingegangen. Ja. Und auch da mussten sie mit der Bundeslade in den Jordan hineinsteigen und bis in die Mitte, den ich Wasser betreibt haben. Ja. Ja. Dann hat sie geteilt. Ja. Dann sind sie da. Ja. Also Gott stellt uns schon unwahrscheinliche Herausforderungen. Ob wir glauben oder nicht. Mhm. Der Glaube wird sehr getestet. Das Vertrauen. Aber wenn du einmal den Charakter Gottes kennst und du weißt, er kommt nie zu spät. Genau. Und es geht nie über die Gnade, die er dir schenkt. Dann bist du einfach ganz ruhig und lässt diese Prozesse geschehen und freust dich, wie Gott wieder dich auf einen anderen Leben braucht. Absolut. So gut. Und ich möchte auch nochmal deine Etchebox aufgreifen. Ich glaube, dass das auch wirklich eine große Macht hat, wenn wir so eine richtige Handlung machen und im Glauben sagen, ich schreibe jetzt auf, was ist das große Thema? Ich lege es jetzt bei Jesus ab und es ist von mir weggegangen und es liegt jetzt bei Jesus. Eine prophetische Handlung. Ja, das ist wirklich, also das hat richtig Kraft. Dann, das finde ich auch super, dass du das auch eigentlich immer dabei hast, diese Boxen, sodass man auch wirklich so eine wunderschöne afrikanisch geflochtene Box nehmen kann. Also große Ermutigung, wenn ihr das nächste Mal bei einer Veranstaltung seid, wo Maria auch einen Büchertisch hat, kauft euch so eine Box. Die sind zurzeit bin ich ohne. Aber ich bring wieder neue. Beim nächsten Mal. Ich bringe euch welche mit, wenn wir in Uganda sind. Ja, wunderbar. Genau. Super, ich danke dir. Jetzt haben wir noch eine Frage, wo es darum geht, wie kann ich prüfen, ob es der Herr war, der zu mir gesprochen hat? Ja, wenn der Herr spricht, dann hast du ein inneres Zeugnis. Und das Zeugnis habe ich immer hier, da ist Freude und Friede. Mhm. Und ein inneres, ja, das ist es. Mhm. Wenn ich Zweifel habe, wenn mir etwas gesagt wird und ich habe Zweifel, sage ich, du Geist, der mir das jetzt gerade gesagt hat, wirst du bekennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er im Fleisch gekommen ist. Und dann, wenn es nicht der Heilige Geist war, weiß ich gar nicht, um was es gegangen ist. Wow. Der ist auch kaum, samt seiner Idee. Und dann weiß ich, Gott hat mich bewahrt. Ach, so gut. Also wir müssen absoluten Frieden und Freude und Ruhe da drin haben. Und wissen, das ist der Weg, den ich gehe. Ob den jemand versteht oder nicht, ist nicht so wichtig. Aber da den Frieden und die Freude und diese Ruhe. Das ist wichtig. Und dann marschiere ich wie ein Buddha. Ach, so gut, Maria, das ist echt klasse. Gerade bei diesem, wenn wir dann auch die Bibel richtig kennen und richtig in die Bibel eintauchen. Wir haben manchmal auch in der Jüngerschaft, dass wir erleben, dass Menschen erstmal gar nicht richtig die Bibel lesen können. Dass die, wie chinesisch für die ist. Wo man manchmal auch merkt, hey,
da ist was, was richtig blockieren will, da muss auch erstmal so eine richtige Befreiung, so ein Abschneiden von Generationssachen oder von okkulten Sachen oder sowas rein, dass sie überhaupt anfangen können, die Bibel richtig zu lesen. Und dann wird sich das Wort Gottes ja immer mit dem bestätigen, was der Heilige Geist sagt. Der Heilige Geist muss dir sogar das Wort Gottes offenbaren. Absolut, absolut. Der Heilige Geist ist jetzt die zentralste Führung Gottes. Mhm. Nicht mehr das geschrieben. 2. Korinther 3, 6. Da will ich es aber schnell sagen. Ja, gerne. Weil ich war da in Israel eingeladen mit einer Delegation von der ugandischen Regierung. Und die haben uns natürlich hier am Silberblatt rumgetragen und haben sie uns auch eingeladen zu einem Rabbiner, sehr bekannten Rabbiner. Und der hat uns die ganze Geschichte des Judentums erzählt. Und dann hat er gesagt, aber jetzt steht das gesamte Judentum vor einer Mauer. Wir haben immer geglaubt, das geschriebene Wort, die 5 Bücher Mose, sind die letzte Offenbarung. Aber jetzt spüren wir, da kommt was Neues. Aber keiner weiß, was es ist. Und ich hatte gerade das Buch in der Tasche, komme in einer Bestimmung auf Englisch, sagt der Herr, hol das raus, lies die erste Schriftstelle vor. Keine Ahnung gehabt, was die erste Schriftstelle dort war. Die erste Schriftstelle war, solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig werden. Etwa zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Und dann habe ich das vorgelesen, dann sagt er, lies es noch einmal. Dann habe ich es noch einmal gelesen, sagt er, ich höre. Ruach, Ruach, der Heilige Geist. Und wir sind jetzt in der Offenbarungszeit des Heiligen. Und der Heilige Geist will zu uns sprechen, zu unserem Geist. Und auch da müssen wir vorsichtig sein, dass wir, und der Heilige Geist wird uns nicht irreführen. Aber das kann ein Kind verstehen, verstehst du? Und die so nach einem Buchstaben leben, die sind eben oft sehr religiös und sehr hart und sehr, und das heißt es, der Buchstabe tötet. Aber der Geist macht den Weg. Und ich habe das selbst erlebt, verstehst du? Wie viele Frauen in religiösen Kreisen glauben, die dürfen nie predigen, weil die Frau schweigen soll in der Gemeinde. Ja, und dann wurde ich immer wieder aufgefordert zu predigen. Und habe gesagt, Moment, ich darf nicht, ich bin ja eine Frau. Dann hat jemand mal gesagt, geh, frag mal den Heiligen Geist, was der darüber denkt. Ja. Und dann bin ich zum Herrn und gesagt, Herr, die wollen nicht predigen, wie siehst du das? Sag, ich habe schon durch Esel gesprochen. Ich gesagt, ja Halleluja, wenn du durch Esel sprechen kannst, dann kannst du doch auch durch Frauen sprechen. Ja. Da sagt er noch dazu, glaubst du, ich hätte Frauen so ein gutes Mutwerk gegeben, wenn sie es nicht benutzen sollten, mein Wort zu verkündigen. Und da war ich überzeugt. Dann habe ich gesagt, ja, aber Herr, ich bin keine Theologin. Sagt er, war ich auch nicht. Sag ich, was tue ich dann? Predige Leben. Gelebtes Evangelium. Und das kannst du auch unterstreichen. Aber die Menschen müssen an dir erleben, wie gelebtes Evangelium ausschaut. Und das passiert. Das ist so schön. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. So, weißt du, es ist der Heilige Geist, der uns übernimmt. Und der kann auch zu Kindern sprechen. Also, was ich durch die Kinder oft höre und weiß, hat das ist enorm. Absolut. Absolut. Da lerne ich auch jeden Tag mit meinen. Ja. Maria, wir haben noch eine coole Frage. Okay. Was muss ich tun, damit mein Körper versteht, dass er in Jesus ist und wieder 33 sein soll? Sprich zu ihm mit Autorität. So gut. Funktioniert aber, bei dir. Aber das funktioniert bei allen. Ja. Das funktioniert bei allen. Wir müssen dieser Körper
ist der Tempel des Heiligen Geistes und zu dem Sie sprechen, dass er sich so zu verhalten hat wie der Tempel des Heiligen Geistes. Und im Psalmen 103, glaube ich, da steht, dass der Herr unsere Jugend erneuern wird wie beim Adler. Der kann nicht lügen. Und der Adler, wenn der älter geworden ist, weißt du, seine Federn so, der zischt, wenn er runterkommt, fängt nichts mehr an. Also ist ein armer Kerl, da drinnen ist alles verkalkt. Bei uns manchmal, ja. Und dann geht der an einen Fluss und reißt sich alle Federn. Weil die Federn haben alle so hinten. Und dann pfeift er. Und jede Maus hört das schon von weitem und verschwindet. Der kriegt nichts mehr. Reißt sich alle Federn aus. Haut seinen Schnabel an den Felsen, dass es alles auffällt. Wascht sich im frischen Wasser des Wortes Gottes. Und dann sitzt er dann auf einem Felsen und wartet, bis die Federn nachwachsen. Und die Federn sind ganz neu. Da ist keine hinter. Und er ist wie ein junger Adler. Amen. Und wenn Gott beim Adler das machen kann, kann er es auch bei uns machen. Amen. Ja. Ich sprich zu dem Körper immer wieder. Er muss den Herrn Jesus umtragen. Und zwar gut. Ja, weißt du, wenn man ein bisschen langsamer wird, ist sogar ist okay. Denn manchmal sind wir eh zu schnell für den Herrn. Und ja, also ich bin sehr dankbar. Ich liebe jeden Tag meines Lebens. Geburtstage sind für mich nicht mehr wichtig, obwohl ich jedes Jahr meinen 33. Geburtstag feiere, weil Jesus mein Leben ist. Der Rest ist Lebenserfahrung. Die Lebenserfahrung steigt, die Jahre bleiben. Und so freue ich mich jeden Tag, dass ich leben darf. Und dass ich aus seiner Kraft leben darf. Und dass ich Freude habe. Und dass ich auch noch ein Mutter Gottes sein darf. Amen. Da freuen wir uns auch. Danke. Aber weißt du, ich war das schüchternste Kind, was du dir vorstellen kannst. Meine Mama hat mir immer Gedichte gelernt, dass ich bei Hochzeiten auch sage, bei Geburtstag. Mehr mit 5 Leute, das war eine Menge für mich, da konnte ich kein Mann mehr sagen. Und jetzt verwendet der Herr mich, dass ich predige weltweit und vor allem. Du hast mir ein leeres Blatt gegeben, ich war leer. Und jetzt schreibe ich Bücher, wie verrückt, ja. Das ist alles Gnade Gottes. Das ist nicht Maria, das ist Christus in der Maria. Amen. Amen. Und so möchte Gott durch jeden von uns die Herrlichkeit Gottes auf die Erde bringen. Wir müssen nur Gott zur Verfügung stehen, ganz gleich wie klein wir sind. Aber er macht uns in seiner Gnade Gottes. Amen. Amen. Und ich lebe mit dem Wort schon jahrelang, aus Sprüche 22,4, der Lohn. Und Lohn ist etwas, was wir verdienen. Der Lohn der Demut. Und Demut heißt nicht, sich selber klein machen, sondern Gott groß machen. Und der Gottesfurcht heißt auch nicht vor Gott bimbern, sondern Gott respektieren und seine Ordnungen. Der Lohn der Demut und Gottesfurcht ist Reichtum, Ehre. Ich erlebe alles. Und es fließt dir dann zu. Du bist dann wie in einem Strom der Gnade und Gunst Gottes. Total verdient. Ja. Menschen sagen immer, das verdienst du. Also das Einzige, was ich verdiene, ist der Tod. Alles andere ist ein Geschenk Gottes. Gott möchte uns beschenken mit seiner Herrlichkeit. Genauso wie er dich mit schmerzfreien Geburten beschenkt hat. Was dir kaum jemand glaubt. Ja. Aber das ist die Realität. Und es ist auch so, jeden Tag habe ich das Gefühl, dass ich sagen muss, Jesus, ich kann das gar nicht fassen, dass du mich leben lässt, dass eigentlich mein Leben jeden Tag ist, dass ich sehe, wie du in Menschen wirkst, was du für eine Geschichte mit Menschen schreibst. Amen. Was du wirklich aus Asche für ein Gold hervorkommen lässt, in dir ist alles möglich. Und ich staune nur und ich bin einfach nur begeistert und ich sage immer, danke, das ist ein Privileg. Es ist so schön, mit ihm zu leben und alles gehört ihm, ist das Beste, was alles hat. Ich möchte noch zu denen sagen, die sagen, aber ich habe so viel Mist gebaut. Ja, so gut. Aus dem Mist kann Gott noch dünner machen. Halleluja. Halleluja. Vertraue ihm, gib ihm den ganzen Mist, er macht dünner draus. Dünger, und da treibt alles sehr schnell. Halleluja. Halleluja. Maria, es war mir so eine Freude, wieder mal mit dir die Fragen einfach anzuschauen, zu hören, was der Herr einfach auch zu den Sachen sagt, was du auch einfach aus deiner ganzen Weisheit, die du aus dem Herrn heraus, ja, ich weiß, du weißt, woher es kommt,
Aber wir erleben einfach wirklich, dass Weisheit gesprochen wird, dass Wahrheit gesprochen wird. Es ist eine Freude mit dir. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und dass du geteilt hast, was auf deinem Herzen ist. Und ich danke dir für unsere Freundschaft. Oh, dafür danke ich und, dir so riesig. Und vor allem, dass sie ewig sein wird. Ja, so im Himmel haben wir eine WG, haben wir schon gesagt. Ja, absolut. Nebeneinander. Ich habe gerade gedacht, vielleicht, wenn jetzt Leute das Video anschauen und die denken sich, sie haben auch noch eine Frage, können die das vielleicht in die Kommentare mit reinschreiben und wir machen in Uganda das nächste Video, wo so, wir auf die nächste Frage... Gerne. Also dann herzliche Einladung. Wenn euch jetzt auch eine Frage auf den Nägeln brennt, die ihr gerne stellen möchtet, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Wir werden die sammeln. Und wenn ich Maria in Uganda besuche, dann werden wir nochmal ein Video machen. Dann muss der Dennis wohl mitkommen. und dann beantworten wir gerne die Fragen, die euch noch so beschäftigen. Dann sagen wir, Shalom. Das Beste liegt noch vor dir. Das garantiere ich dir und das ist die Wahrheit. Amen.